So, Servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock 1. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht großartig drumherum, sondern starten direkt durch. Los geht's. Ich muss jetzt bloß kurz mal wieder in die... Alles klar. Ach ja, genau. Oh, ich muss leise machen. Ah, geht das so? Kaputt hauen. So, ich vergesse immer. Ich will immer sprinten auf Schiff. Aber das geht ja hier gar nicht. Kann man ja gar nicht sprinten. Das Ding haben wir schon. Ah ja, genau, das brauchen wir jetzt. Oh, untersuchen. Was war's? 9457. 9, 4, 5 und 7. Ja, wir sind die besten Knacker, Schlussknacker. Oh. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Wetter geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Bienenspucke. Ach stimmt, so können wir unser Ziel hier auch sehen. Das habe ich ganz vergessen. Oh Gott, 2x7 Scheißdinger und dann... Wir sind der Gärtner von Rapture, würde ich mal sagen, oder? Was tut denn da so komisch? Alles so grün. Okay, Oh, nee, oder? In your face, Alter. Kaffee ist gut. Ich hab grad leider keinen da. Heute gibt's mal ausnahmsweise Tee bei Mitch. Danke für den Besuch. Kein Problem. Oh ja. Arschloch. So. Ah! Sieht er uns schon? Nee. Wie war Schnellspeicher nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Fuck. Egal, Speicher mag schon so. Oh Gott. Okay. Ah, mein Gott. Okay, ich muss schnell schauen. Sorry, Leute. Da hätte ich vielleicht vorher schon gucken können. Tastbelegung. Nein. Ah Gott, das muss ich kurz ausprobieren. Okay, F8 war speichern. Und F9 ist dann wahrscheinlich laden, oder was? Oh, Tatsache. A Big Teddy. Voll daneben gelasert, geschockiert. Okay, nochmal. Ich muss warten, bis die Kamera in die Richtung da guckt. Jetzt, ja. Also, Gott, ich bin heute ein bisschen langsam. Ja, vielleicht liegt es gerade einfach nur an der beschissenen Uhrzeit. So, zack. Das da. Das hier und jenen dort, jenes dort. Gibt's das Wort? Ja, ich glaube schon. Ups. Eins fehlt uns noch. Oh. Ah, hier. So. Da
dann noch hier die Überwachungskamera, falls die Leutchen hier Beef Mine machen müssen, zu müssen meinen und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Immer nach unten, dann immer nach... Ah, nein. Oh Gott, mein Hals. So, dann so. Perfekt. So. Das ist die Big Daddy. Das hacken wir auch noch, oder? So, das machen wir jetzt ausnahmsweise mal so. Oh, du kannst nicht mehr tragen. So, wo ist es? Hier. Gott. Oh. Oh, das war jetzt auch wieder voll der Fail. Oh, es muss ja nicht nur einmal drauf gezimmert werden, sondern zweimal, weil zweimal ist immer besser als einmal. Eigentlich hätte ich noch glatt ein drittes Mal drauf knallen sollen. Weil wie jeder weiß, ist dreimal besser als zweimal. Oh, das wäre ehrlich. So. Halt, Gott, was mache ich da? Blip. Oh ja. Oh, ich wollte schon sagen, ey. Jetzt hätte ich hier schon fast die volle Umleitung machen müssen. Ah, die habe ich schon, stimmt, genau. So, lass mal sehen. Sollen wir das hacken? Komm, wir probieren es mal. Dann können wir uns dann nämlich gleich nochmal zwei Medikits rausschnabulieren. So, nach oben. Zack. Und zack. Ich glaube, das war. Doch. So, dann. Bam. Fällt irgendwie der Sound. Guten Tag, mein Freund. Wie wär's mit einem Schluck Tee? Scheint dir gut zu tun. Tee tut jedem gut. Vor allem, wenn es anfängt, kälter zu werden, ja, Leute? Zigaretten? Nee, ich war gerade aus seiner Rauchen. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben, ne? Dass hier überall Zigaretten rumliegt, das ist genauso schlimm wie in Fallout 3. Aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Auf den Farmers Market? Dann wollen wir doch da mal hin, würde ich sagen, morgen. Wann kommt, müssen wir eigentlich da lang? Oh, sieht mal was. Guck mal. Guckt euch das an. Hammerhart, oder? Was man da alles sieht, wenn man panzerbrechende Munition ist bei uns voll. Wer hat denn da rumgemuckt? Was tut es? Darf sein. Gut gemacht, kleiner Bot. Auf die kann ich mich einfach immer ver... Oh, da oben ist nochmal was? What the fuck? Was? Was war das? Bilde ich mir das nur ein? Oh Gott, da oben liegt nochmal was. What the fuck? Hammerhart. Da wäre ich ja ganz blöd im Kopf, wenn ich sehe, was ich da alles übersehe. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo es lang geht. Nein. Da waren wir doch beim letzten Mal schon. Oh, das sieht aber auch ziemlich ungesund aus, oder? Ah, ja, okay, so kann es lassen. Stimmt, da haben wir die Pumpe. Die Shotgun. Midi-modifiziert. Ich bleib hier mal stehen und schau, was passiert. So, heute bin ich mal extrem hackfaul. Oh mein Gott, wir haben so viele Filme. Genau, wir sollten vielleicht auch wieder mal ein paar mehr Fotos machen. Nix drin haben die, Alter. Nix haben die.
Ja, die hat Chlorophyll. Was ist das? Ja, mit Schlüsselausdruck. Kuchen mit Cremefüllung. Lecker. Frisches Mülleimer. Ja, ist hier noch was? Nee. Ah. Okay, wenn ich mir sowas reinstopfen würde, würde ich auch ziemlich zu kotzen kriegen. Wir müssen in die Richtung. In die Richtung müssen wir. Wir brauchen irgendwas für in die Richtung. So. Na, komm schon. Und was konnten wir nicht nehmen? Die zwei Verbrennskisten. Das macht aber nichts. Oh. Hören wir uns das mal an. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen und Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Hey, du Leiche, hör doch zu, hör doch zu! Oh, scheiße, der hat sogar noch ein offenes Ohr. Verdammt. Das ist bestimmt so ein Fahrkartenschalter, oder? Tatsache. Tickets! Oh, weia. Da liegt schon eine. Ionische Schrot. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Sind wir da hoch? Ist da was? Ist da was? Ist hier irgendwo was? Na, nee. Gott. Oh, was? Was? Ich weiß nicht. So. Kurbel, die Kurbel, die Kurbel, die Kurbel. Woher speichern nochmal F8, ne? Das muss ich mir jetzt echt merken, hey. Stille dein Verlangen nach Durst. Oder was? Stille dein Verlangen. Was sagt der immer? Ich weiß es gar nicht mehr. Spiel wird gespeichert. Hier ein Gruß an dich, Farmer. Ja, du hast wirklich so ziemlich überall deine Finger mit dem Spiel, sehe ich gerade. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Oh. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Okay, dann weiß ich schon mal, wer das mit der Schrotflinte war und wer das hier ist. Man nur so wie ich. Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Bla 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 bla. Ich darin die Anlage der Sünde. Ernsthaft, ich habe das doch gerade eben schon angehört. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, hey, was für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. Chill dich. Ist diese Eigenschaft unerwartet. Du gehörst gleich zu meinen Gefolgsleuten. Ach, was soll das, ey? Schweinerei da, Hanna. Hier so, so hier und so. Was läuft denn da von der Musik im Hintergrund? Hört ihr das? Hört sich ziemlich cool an. So. You fight on my side. Vor allem deine Sünden, Kollege. Ich würde da jetzt gar nicht hingehen, aber... Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ja, ich glaube, er hat's kapiert.
Nochmal eins. Oh, 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 oh. Mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Und Leute, mit diesen beeindruckenden Worten von Andrew Ryan mache ich hier erstmal einen kleinen Schnitt. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns doch hoffentlich auch beim nächsten Mal. Also macht's gut, bis dahin und tschüss.